Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls Remastered Part 3. Ja, Part 3, weil ich musste die letzte Folge splitten. Ja, meine Internetverbindung ist noch nicht die schnellste, wohlgemerkt noch nicht. Ich habe gerade mal eine 16K-Anbindung, aber die 100K-Anbindung lässt noch so ein bisschen auf sich warten, aber mein Provider hat schon Besserung gelobt. Also insofern, lange kann es nicht mehr dauern, dann kann ich auch wieder längere Folgen hochladen. Ja, wie dem auch sei, ist ja egal. Dann ist mir noch was passiert, und zwar ist mir ein Gegner in den Rücken gefallen, als ich kurz away from Keyboard war. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes in den Rücken gefallen, und dann wurde ich wiederbelebt an dem anderen Leuchtfeuer, direkt am Feuerbandschrein. Lustig, aber ich durfte dann erstmal wieder bis hierher spielen. Genau, dieser Gegner war es da, den habe ich wohl irgendwie getriggert, keine Ahnung. Denn es gibt ja hier keinen Pausenbutton in dem Spiel, ne? Ist klar. Dark Souls hat keinen Pausenbutton, ihr kommt dann nur hier ins Menü, ne? Und das war's dann, aber die Gegner können euch nach wie vor attackieren, selbst wenn ihr hier ins Inventar geht. Also das Geschehen ist immer aktuell sozusagen. Ihr könnt es nicht mal eben nebenbei einfrieren und dann weitermachen. So, und ich glaube, hier war auch nichts weiter, ne, zu entdecken, oder? Hier die Kisten hier? Nee. Also das ist ganz nett so der Fall. So, ja, für diese Folge habe ich mir zumindest vorgenommen, den ersten Boss zu schlagen. Ja, die Nebelwände sind jetzt auch ein bisschen hübscher. Übrigens, genau. War hier nicht auch noch einer? Nee. Hier war erstmal eine Seele. Sehr hübsch. Leuchtet auch alles ein bisschen besser. Ja, hier kommen wir später noch rüber. An dieser Stelle noch nicht. Obwohl es hier da, verdammt danach aussieht. Aber lasst euch sagen, Leute, noch geht das nicht. So. Ja, die Partikeleffekte sind jetzt auch zahlreich auf jeden Fall. Ob sie jetzt auch anders aussehen, ja, vielleicht ein bisschen hochaufgelöster, keine Ahnung. Habe ich jetzt noch nicht überprüfen können. So, hier ist die Leiter, mit der wir da hochkommen aufs Dach. Und dann geht es direkt dort rüber, auf die andere Seite von dem Gebäude. So, ich wollte ja parieren üben, ne? Das kann nicht schaden. Wo es doch hier auch wesentlich leichter geht. So, auf die langsamen Attacken, ne? Also da bin ich noch nicht so ganz... Also in keinem Souls-Teil ist mir das je gut geglückt. Wenn die Gegner so eine Weile gewartet haben, bevor sie zuschlagen. Dass ich dann parieren konnte. Aber diese sind hier relativ flink unterwegs. Aua! Erstmal den nächsten ab hier. Ich lock die mal so nach und nach an. Oh, hier kann man sich schon ganz schön in die Enge getrieben fühlen. Ja, das war wieder so eine langsame Attacke, ne? Und dann kommt sie allerdings schnell von oben nach unten, also vertikal. Ja. Das sieht mir nicht so. Ja, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Also bei den Speerträgern, da fällt es mir ungleich leichter. Aber erstmal muss ich mich da um diesen Armbrustschützen kümmern. Der nervt so latent. Ja gut, den kann ich schlecht parieren. Hier ist auch ein Leuchtfeuer, aber dann sind natürlich alle Gegner wiederbelebt. Möchte ich jetzt noch nicht. So, die Tür hier können wir öffnen. Achso, ich wollte ja mal so tun, als ob ich das alles noch nicht kenne, ne? Oh, ein Holzschild! Wie geil ist das denn? Ja, also wer alle Waffen und Schilde bekommen möchte, ne? Also dieses Achievement, ich glaube, das ist das Ritter-Achievement. Wer das erreichen möchte, der braucht natürlich alles. Ne? Keine Frage, also auch sämtliche Bosswaffen und dergleichen mehr. Manchmal ist es dafür erforderlich, irgendwelche Händler freizuschalten zunächst, und dafür muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Ich weiß noch nicht, ob ich bei diesem Durchgang hier darauf eingehen werde. Eventuell gibt es mehrere Durchgänge, ja, ich weiß es noch nicht, Leute. Je nachdem, wie viel Bock ihr darauf habt, auf dieses Projekt. Ich auf jeden Fall bin total heiß drauf. Oh Gott. Die machen aber noch ganz schön Schaden. Später nicht mehr so viel.
wenn wir dann erstmal stärker geworden sind. Oh, das war ja fies. Ich dachte, ich kann ihn, habe ihn pariert. Hab ich ja eigentlich auch. Aber auf der Treppe geht das irgendwie schlecht. Da wird dann die Animation, die sich daran anschließt, dann je abgebrochen. Was dann dazu führt, dass man wieder verwundbar ist. Normalerweise ist man während der Animation nicht verwundbar. Na gut, das bin ich total raus. Egal, wir können auch ein Schild wegtreten. Ist auch ganz nett. Gerade bei Schildträgern, ne? Logischerweise. Sonst könnten wir ja kein Schild wegtragen. Wegschlagen. Wegtragen vor allem. Ne? Tragen werden wir ja vielleicht auch noch bessere Schilde, mal gucken. Oder vielleicht gar keinen in Zukunft. Weil es einfach nicht mehr erforderlich sein wird. Ich will ja so ein bisschen dann auf Magie auch gehen. Also quasi ein Hexerbild. Aber hier gibt es ja noch keine Hexereien in Dark Souls. Ne? Wie in Dark Souls 2. Da wurden die ja erst eingeführt. Nee, eigentlich mit dem DLC wurden die eingeführt. Richtig, ich lüge ja schon wieder. Das heißt schon wieder. Also, das ist das erste Mal. Ups. Aber ich habe mich ja direkt wieder berichtigt. So. Ich glaube, hier ist auch jemand. Genau. Können wir uns noch daran erinnern. Ah, der Schild ist noch nicht so wirklich optimal. So, hier ist ein Händler. Bei dem sollte ich mir vielleicht erstmal eine bessere Rüstung zulegen. Können wir das denn? Ja, ich bin ja noch nicht aufgestiegen. Insofern können wir seinen kleinen Krämerladen schon leer kaufen. Ja, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, was die sagen. Das ist meistens nicht so relevant. Okay, Gegenstand kaufen. Auch nur wichtige Gegenstände werde ich vorlesen. Reparaturpulver ist ganz cool. Außer ihr wollt das natürlich. Reparaturkiste, genau. Kann man am Leuchtfeuer reparieren. Bodenlose Kiste ist auch sehr cool eigentlich. Ja, hole ich mir auch. Und schon sind wir verarmt. Ja, das war's dann schon mit der Rüstung. Okay. Ja, ja, sag ich mir, toll hingekriegt. Okay, jetzt gehen wir erstmal auf die andere Seite. Da gibt es nämlich eine tolle Armbrust. Soweit ich das noch weiß. Ah, jetzt können wir wieder ein bisschen trainieren. Die Gegner machen nicht allzu viel Schaden. So als wenn sie uns mal treffen sollten. Der eine rennt weg. Uns in eine Falle zu locken. Nein, nicht wirklich. Ja, hier klappt das super auf ebener Fläche, ne? Aber auf Treppen, da solltet ihr es lieber vermeiden zu parieren. Das haben sie zumindest noch nicht gefixt hier. Im Prinzip ist eigentlich das Remaster nur ein etwas besserer Patch, wenn man so möchte. Okay, komm. Oh, das ist schlecht, wenn man die Gegner nicht sieht, aber es hat ja trotzdem funktioniert. Super. Das verschafft uns nämlich auch ein paar mehr Seelen, wenn wir die parieren. Also dadurch töten natürlich auch, durch das Parieren. Aber gut, bei den kleinen Gegnern hier ist es noch nicht wirklich relevant. Könnt ihr euch ja vorstellen, mit 24 Seelen. Sonst bringen sie, glaube ich, 20 oder so. Versuch's mit Springen, ganz genau. Warum lese ich das überhaupt noch? Als ob ich mir davon noch neue Erkenntnisse... Oh Gott, das klingt ja jetzt arrogant, versprechen würde. Ja gut, es ist halt so, ne? Ich kenne das Spiel nun mal. Es ist so, wie es ist, Leute. Wäre auch schlimm, wenn ich es nicht kennen würde, ne? Ich habe immerhin schon zweimal Platin, ja? Also einmal auf der Xbox 360 und einmal auf dem PC. Aber noch mit der Urversion, also mit der Xbox... Quatsch. Mit der Windows Live Version, genau. Und hier jetzt der Xbox Live, ist ja klar. Ich glaube, das konnte ich nicht übernehmen. Also auf jeden Fall habe ich den Speicherstand jetzt nicht importiert gehabt. Wenn er dann kompatibel ist mit der Steam Version, ich weiß es nicht. Habe es, wie gesagt, nicht ausgetestet. So. Das ging ja jetzt schnell, okay. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Aber hier möchte ich nochmal kurz rasten. Obwohl, nee, ich möchte es nur entzünden. Habe ja immerhin noch 3 Flakons. Ganz toll. Super. Nee, ich muss rasten. Ausrüstung reparieren, ja. Das kann schon mal nicht schaden.
Hier bekomme ich aber noch keinen besseren Schild, soweit ich das noch weiß. Muss ich erstmal mit dem vorlieb nehmen, den ich gerade... Ah, toll. Huch. Vielleicht drei getriggert hier. Insgesamt. Ist toll, die haben sogar was dabei. Bin nur leicht verwundert, dass ich noch nicht invadiert wurde. Eigentlich kann man das schon, also wenn man die roten Augäpfel gefunden hat. Aber offenbar haben sehr viele Neulinge zu dem Spiel gefunden. Na gut, die meisten, die warten ja eh auf neues Futter von From Software. Denn die Jungs sind gerade beschäftigt mit einem neuen Spiel, was sie hoffentlich auf der E3 ankündigen werden. Denn die steht ja auch unmittelbar bevor, ne? Wenn ihr das hier seht zumindest. Sollte es mittlerweile schon fast soweit sein. Ah, ich will es eigentlich relativ zeitnah veröffentlichen auch. Das Video lancieren. So. Gut, hier können wir nicht runter. Mann. Ist ja in Betrieb. Ah, die Lichteffekte haben sie wirklich schön angepasst. Also die haben sich nochmal zum Positiven entwickelt. Also wo, da wo es dunkel sein soll, ist es mittlerweile auch dunkel. Ganz toll. Ja, gerade in Teil 2 war das ja ein zentrales Element. Aber bei der Ursprungsversion, also nicht Scholar of the Sin, sondern der normalen Version von Dark Souls 2. Das andere war ja dann auch quasi ein Remaster, wenn man möchte. War es nicht allzu dunkel. Also in den Abschnitten, wo es eigentlich hätte dunkel sein müssen. Dass denn die Fackel auch einen Sinn gemacht hat, ne? Viele haben sich das dann gewünscht und, ja. Als Scholar of the Sin wurde es dann eigentlich eingeführt. Oh, da stehen sie alle Spalier. Ja. Der dürfte noch leben, oder? Oh, da ist ja auch noch was. Wie konnte ich denn das übersehen? Ach so. Na, ich weiß, wo das ist. Da werden wir auf jemanden treffen, der relativ stark ist. Die Veteranen unter euch, die wissen natürlich schon längst, von wem hier die Rede ist. Ja, hier komme ich jetzt schon rein mit dem Generalschlüssel. Sonst hätte ich den anderen Schlüssel bei dem Händler kaufen können, bei dem untoten Händler. Oh Gott. Ah, da oben ist auch noch ein Schütze. Sehr schön. Also noch läuft es auch sehr, sehr flüssig, aber wie gesagt, wir warten erstmal ab, bis wir in Lighttown sind. Der Schandstadt. Zu Deutsch. Mal sehen, ob ich mich mit dem Ritter hier schon anlegen werde. Die sind beide relativ angriffslustig hier. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Den Schild wegschlagen. Ja. Kann ich schon mal ein bisschen trainieren, ne? Hat irgendwas hinter mir aufgetaucht? Ja, ach, das ist der Speerträger, genau. Der erscheint ja erstmal ein bisschen langsamer. Der lässt sich Zeit. Und auch seine Attacke ist relativ langsam, weshalb er sich relativ leicht überwältigen lässt. So, okay. Jetzt geht's hier eigentlich nach oben. Aber jetzt hier so ein kleiner Pyromane am Zündeln. Auch das sah sehr geil aus. So schön habe ich den Effekt nicht in Erinnerung von dem Fass. Okay, jetzt werdet ihr gleich die Bekanntschaft mit einem ersten, zumindest für Anfänger, ernstzunehmenden Gegner machen. Ja, das ist hier das Beste, das stimmt. Backstep. Wenn man ihn nicht schon vorher triggert, heißt das. Und das schaffe ich selten, also ihn nicht zu triggern. Hm.
Ich sag's noch. Jo, das wär's fast gewesen. Okay. Ja. Ich brauche Platz, um mit ihm zu kämpfen. Ich versuche ihn mal hierher zu locken. Ah, das klappt ganz gut. Ah, mal gucken. Und zu backstabben ist auch gerade am Anfang nicht ganz so einfach. Ja, aus irgendwelchen Gründen klappt das nicht. Jetzt klappt's. Das macht natürlich ungleich mehr Schaden. Naja, wie man es nimmt. Ach, scheiße. Macht ja fast gar keinen Schaden. Ja. 16 mache ich Schaden. Effektiv. Toll. Ja, der kann mich auch so besiegen, also dass ich den Schild oben halte. Ah, das war doof. Ja, wieder nicht gebacksteppt. Vielleicht haben sie das auch ein bisschen überarbeitet, ich weiß nicht. Ich versuche mich jetzt gerade rauszureden, ihr merkt es ja. Ja, das haben wir mal den richtigen Zeitpunkt erwischt. Den Lock irgendwie weg. Jetzt haben wir ihn verpasst, den Zeitpunkt. Wunderbar. Man könnte eigentlich gleich wieder auf ihn einschlagen, aber ich möchte davon mal sicher gehen. Ja, das war gut, diese Attacke. Herrlich. Boah, der hält doch was alles. Ja, das war so eine Dreier-Kombo. Die ist natürlich verdammt tödlich für uns in diesem noch frühen Stadium des Spiels. Und damit auch unseres Charakters. Ja, das war er wohl. Jo, ein grauer Brocken. Wofür brauchten wir die eigentlich nochmal? Ich glaube, für bestimmte Waffen brauchen wir die. Brocken sind schon relativ gut. Das ist die Steigerung. Da gibt es erst die kleinen Scherben, dann große Scherben. Und ich glaube, danach erst kommen die Brocken. So, oh Gott, die Folge dauert wieder relativ lang. Also vielleicht werde ich gezwungen sein. Ich glaube, jetzt komme ich jetzt mit dem Generalschlüssel selbst hier schon hin. Da wartet ein alter Bekannter auf uns. Gut, da möchte ich noch nicht hin. Noch nicht, wie gesagt. Wartet mal, Leute. Ich möchte noch was ausprobieren. Genau, wir haben da noch ein bisschen Harz, ne? Wie viel Harz haben wir denn? Muss mal gucken. Den Witz muss ich jetzt bringen. Nur Harz 3, also noch nicht Harz 4. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Gut. Hier irgendwo war auch, glaube ich, noch eine Echse. Die wir jetzt aufschrecken können. Ja, die bringt uns wertvolle Edelsteine, die gerade am Anfang sehr wertvoll für uns sind. Oh, scheiße. Die sehen auch irgendwie cooler aus. Richtig hübsch. Oh, was sie aushält. Ach, das war es. Gut. Oh ja, noch ein grauer Brocken. Und Funkeltitanit. Damit können wir auch besondere Rüstung und... Oh, ihr seht, da ist eine 1 erschienen. Neben unserer Lebensenergie. So, und bevor ich jetzt den Gegner hier triggere, werde ich mich erstmal um die Armbrustschützen kümmern. Ja, das ist natürlich ein häufiger Anfängerfehler, sage ich mal, dass man ihn vorher nicht besiegt. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, ich werde mal einen Trick anwenden. Na, was heißt Trick? Ich werde mich via Menschlichkeit einmal heilen. Da scheint da eine 2. Also ja, wenn diese Zahlen da erscheinen, also ab der 1 könnt ihr euch menschlich machen im Leuchtfeuer. Das heißt, dann könnt ihr auch invadiert werden von anderen Mitspielern. Was natürlich den Nervenkitzel deutlich erhöht und den Spielspaß damit auch. Zumindest meiner Meinung nach. Das werden wir natürlich auch machen. Erstmal kümmere ich mich um den Kleinen dort. Ah, der hat eine kleine Harzallergie. Er kann hier auch hoch, so ist es nicht. Ja, ihr seht, das sind Schaden.
bekommt natürlich. Oh Gott, jetzt ruckelt's. Aber massivst. Warum auch immer. Das ist wahrscheinlich sein tolles Fail. Oh Gott. Okay, das ist krass, wie es da ruckelt. Wenn das bei jedem Boss so sein wird, na dann gute Nacht. So viel besser sieht das Fell jetzt auch nicht aus. Ja, das haut mich hier total. Ja. Ihr seht's, ja, also die Bildrate sinkt da gut auf 20 Bilder oder so, oder noch weniger. Ganz toll. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich die Auflösung doch nochmal runtergeschraubt. Genial. Ich glaube, ich sprinte jetzt einfach mal durch hier. Ich werde zumindest probieren. Soweit es mir möglich ist, also immerhin habe ich den Ritter besiegt. Ich habe mir ja schon mal ein Anliegen. Oh Mann, sind das viele. Ja, die töten mich auch gleich. Super. Und die stecke ich herzlich wenig ein am Anfang. Ja, okay, das war's. Eine Falle. Der Ritter dürfte nicht mehr da sein, die tauchen nur einmal auf. Es sei denn, sie haben das verändert. Das kann ich mich ja heilen, ne? Ich bin ja Kleriker, Mensch. Ich habe noch nie einen Kleriker gespielt, wie gesagt. Das ist für mich noch absolutes Neuland. Und dann sind das viele. Ja. Das ist toll. Ganz prima. Oh, Leute, ey. Das kann nur mir wieder passieren, ja? Mr. Chaos in Person. Okay, einer lebt noch. Zum Glück nur der Speerträger. Ich wollte eigentlich treten. Das ist quasi dieselbe Taste. Oh, das war gut. Jetzt wird der da oben natürlich wieder da sein. Ist natürlich auch respawned. Wie alle anderen Gegner. Ah, so schlecht ist der Schild doch nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt keinen Schaden durch ihn bekommen. Zumindest nicht großartig. Ja, mit dem da unten muss ich mich noch nicht anlegen. Aber das kommt vielleicht in der nächsten Folge. Mal gucken. Die Ex ist jetzt natürlich auch nicht mehr da. Wie sie ja schon besiegt haben, nicht wahr? So, es reimt sich ja fast. Den Trick nochmal verwenden. Und wenn wir jetzt unsere Seelen zurückbekommen. Der ist jetzt direkt da, ne? Der Gegner. Nee. Erstaunlicherweise nicht. Gut, da kann ich mich wieder um die Schützen kümmern. Das kommt mir doch sehr entgegen. Ganz toll. Ja, die können sich auch heilen, die Gegner. Das nicht. Okay, warum das jetzt so gewuppelt hat, weiß ich nicht. Also so sauber technisch läuft es dann doch nicht. Auf dem PC zumindest nicht. Bei der PlayStation wahrscheinlich schon, weil die läuft ja auch nur mit... Also zumindest die Standard-PlayStation-Version läuft nur mit 1080p. Und ich glaube auch die 4K. Obwohl, nee, die sind nativ. Ich wollte eigentlich schnell runterrutschen. Muss ich durch beide Tasten drücken? Irgendwie klappt das jetzt gar nicht. So, Leute. Aber ich tue mir noch ein bisschen was drauf. Quatsch. Das war ja hier. Ich tue mir ganz schnell noch die Seelen, denn es waren gar nicht wenig für den Anfang. Wer ist denn der Typ? Gut, gar nicht. Komm mal. Ja, da ist er ja. Kann es auch schaffen, dass er sich selber in den Tod stürzt, übrigens, ne? Indem er dann über die Rüstung fliegt. Sehr gut. Oh Gott, das war ja toll. Ach, gerade rechtzeitig noch geschafft.
Oh ne, es ruckelt, es ruckelt. Gut, machen wir mal einen ehrenvollen Kampf. Ich versuch's zumindest. Oh Mann. Ja, dann läuft natürlich auch das Spiel insgesamt langsamer, wenn es hier ruckelt bei Dark Souls, ne? Das ist so die Krux so ein bisschen da. Oh ja. Kann ich jetzt überhaupt? Ich komme nicht durch. Okay. Er schlägt dann natürlich noch langsamer. Aber der Gegner natürlich auch. Aber muss ich erstmal wieder darauf einstellen, auf dieses veränderte Timing. Genau, wenn er diesen Sprung zurück macht, dann kann es passieren, dass er hier über die Brüstung fliegt. Oh Gott. Ja, ihr müsst auch selber aufpassen. Ich kann euch da auch ganz schnell mal rüberschieben. So. Sah mächtig aus. Na komm. Na. Schön in Zeitlupe. Stirbt, ja. So, jetzt habe ich mich dran gewöhnt, an dieses langsame Timing in seiner Nähe. Ja, sehr kurios. Aber gut. Was soll's, Leute. Ich hoffe mal, wie gesagt, dass es nicht bei jedem Boss so sein wird. Denn das kann ganz schön nervig sein mitunter. Aber an dieser Stelle möchte ich dann erstmal Schluss machen. Ich denke mal, die Folge war wieder viel zu lang und ich werde splitten müssen. Aber vielleicht habe ich ja bis dahin schon die 100k-Leitung. Also denn, bye bye, ciao ciao. Lasst doch bitte ein Like da, falls euch die Folge gefallen hat. Ich wünsche euch was. Bis dann, euer Chuck.